Ich zeige dir heute 5 Plattformen, wo du dir kostenlos Multitrack-Sessions zum Abmischen lernen runterladen kannst. Bleib dran! Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic. Sind wir ehrlich, Übung macht den Meister. Das heißt, wenn du beim Abmischen besser werden möchtest, dann musst du vor allem eins, und das ist viel abmischen. Und es ist gerade für Anfänger jetzt relativ schwierig, denn es gibt kaum einen Künstler oder eine Band, die dir ihre Multitracks oder ihre Songs zum Abmischen anvertrauen, da sie ja noch gar nicht wissen, wie gut du bist. Und ich habe in letzter Zeit von euch recht viele Zuschriften bekommen, indem ihr mich gefragt habt, hey, wo gibt's eigentlich Plattformen oder wie komme ich irgendwie an kostenlose Multitrack-Sessions, die ich mal abmischen kann, damit ich mir ein Portfolio zusammenbauen kann, also Mixing-Beispiele von mir, wo potenzielle Kunden reinhören können, um zu sehen, was ich eigentlich kann, wie ich abmische und wie sich meine Produktion anhören. Und deswegen möchte ich dir heute 5 kostenlose Plattformen empfehlen, wo du das machen kannst. Es gibt schon einige deutschsprachige Mitgliederseiten auch oder normale Seiten, wo du dir kostenpflichtig solche Multitrack-Session runterladen kannst. Das brauchst du aber nicht, denn ich sage dir, es gibt hunderte von kostenlosen Songs, die du zum Abmischen benutzen kannst, und die zeige ich dir heute. Aber fangen wir am Anfang an. Was versteht man eigentlich unter einer Multitrack-Session? Eine Multitrack-Session, das sind die einzeln aufgenommenen Spuren eines Songs. Wenn jetzt der Recording-Engineer zum Beispiel eine Band aufnimmt, dann nimmt er das Schlagzeug auf, das heißt, er nimmt die Snare-Drum auf, die Bass-Drum, die einzelnen Toms, die Overheads und so weiter. Dann nimmt er den Gitarren-Amp ab, den Bass-Amp ab, oder er nimmt es direkt in die Digital Audio Workstation auf, und zum Schluss nimmt er die Vocals auf. Und am Ende hast du dann zum Beispiel 16 aufgenommene Spuren. Das sind die Multitracks dieses Songs, dieses aufgenommenen Songs. Diese Multitracks oder einzelnen Tracks sind meistens sehr wenig mit Effekten bearbeitet, einfach um danach beim Mixing die größtmögliche Flexibilität zu haben. Bevor wir gleich loslegen, ich bekomme auch oft die Frage, was ist der Unterschied zwischen Multitracks und Stems? Während Multitracks die Einzelspuren, die einzeln aufgenommenen Rohspuren einer Recording-Session sind, sind Stems bereits zusammengemischte Stereospuren eines bestimmten Projektes. Also zum Beispiel das komplette Schlagzeug zusammengemischt, die 5 verschiedenen Schlagzeugspuren schon zusammengemischt und auch mit Effekten bearbeitet eines Projekts. Das kann nützlich sein, wenn du deine Session übersichtlicher behalten möchtest oder wenn du sie zum Mastern schickst oder für solche Zwecke. Aber wenn du abmischen lernen möchtest, dann solltest du dich an Multitrack-Sessions halten. Und ich zeige dir jetzt 5 Plattformen, auf denen du solche Multitrack-Sessions kostenlos runterladen kannst. Und wir fangen gleich mit der ersten an. Und das ist die Seite von Telefunken. Auf der Telefunken-Seite kannst du dir hochwertige Multitracks von Telefunkens Live-Videoserie Live from the Lab herunterladen. Diese Tracks sind natürlich alle mit Neumann-Mikrofon aufgenommen worden, und außerdem hast du so die Möglichkeit, Spuren zu mischen, die von Top-Musikern eingespielt worden sind. Also ich habe mir tatsächlich am Anfang schon vor vielen Jahren, weil das gibt's schon ewig, selber solche Multitracks runtergeladen, und die sind wirklich alle allererste Sahne, und auch die Musiker sind meistens sehr, sehr gut, sodass du sehr gute und sehr hochwertige Rohspuren hast, um dein Mixing zu üben. Und damit kommen wir zur zweiten Plattform, und das ist die Cambridge Music Technology. Auf der Homepage von Cambridge Music Technology, die auch viele Kurse und Tutorials von dem Top-Mixing-Engineer und Buchautor, übrigens Mike Senior, anbieten, findest du ebenfalls viele Multitrack-Sessions unterschiedlicher Genres zum Nachmischen. Die dritte Seite, die ich dir zeigen möchte, heißt Pure Mix. Auf der Mitgliederseite von Pure Mix gibt es regelmäßig Mixing-Wettbewerbe. Für viele brauchst du zwar eine kostenpflichtige Mitgliedschaft, aber einige gibt es auch umsonst. Und auch hier bekommst du hochwertige Spuren von sehr guten Musikern. Gehen wir gleich weiter zur Möglichkeit Nummer 4, und die heißt Shaking Through. Auf dieser Seite findest du hauptsächlich Multitracks im Rock- und Indie-Rock-Bereich. Mit einem kostenlosen Account kannst du jeweils die aktuelle Multitrack-Session herunterladen. Wenn du bezahlst, also wenn du dich für die Bezahlvariante entscheidest, bekommst du sogar über 50 Mixing-Sessions dazu, und die sind auch aus unterschiedlichen Genres. Die kannst du dir alle runterladen und in Ruhe nachmischen. Das ist auch eine Riesenmöglichkeit, um deine Mixing-Skills zu verbessern. Die letzte Plattform, also die 5., heißt Indaba Music. Diese Plattform wurde inzwischen von Splice aufgekauft. Das ist vor allem bei Hip-Hop-Produzenten beliebt, aber trotzdem findest du über diesen Link sehr viele Multitrack-Sessions und Stems zum Nachmischen und zum Remixen.
Soweit, so gut. Ich habe dir die Links zu allen Plattformen unten in die Beschreibung reingeschrieben. Aber bitte warte noch mal ganz kurz. Ich möchte noch ein Wort verlieren über die Rechte. Was mir aufgefallen ist auf all diesen Plattformen ist, dass es relativ ungenau beschrieben ist, wie du diese Multitrack-Sessions eigentlich verwenden darfst. Das bedeutet, was ich dir garantieren kann, ist, du kannst dir diese Multitrack-Sessions runterladen, du kannst sie nachmischen und du kannst deine Mixing-Skills einfach damit üben und eine Mixing-Routine für dich entwickeln. Mit was du aber sehr, sehr vorsichtig sein solltest, ist, diese Multitracks oder deine Mixe von diesen Multitracks jetzt auf deine Seite als Portfolio hochzuladen, um sie eventuell anderen Kunden vorzustellen. Das ist sehr, sehr unklar geregelt dort und du solltest auf jeden Fall die Band, den Künstler oder die Seite selber anschreiben und nachfragen, wie du diese Multitracks oder wie du deine Mixe verwenden darfst, ob du das tatsächlich auf deine Seite hochladen darfst. Ansonsten kannst du schnell ziemlich große Probleme bekommen. Du siehst also, es gibt im Internet unglaublich viele Ressourcen, um kostenlos deine Mixing-Skills zu verbessern. Aber bitte geh respektvoll mit der Musik von anderen Künstlern um. Apropos kostenlos, wenn du deine Mixing-Skills verbessern möchtest, dann finde ich es ganz wichtig, dass du mit dem Equalizer umgehen kannst. Das ist meines Erachtens das wichtigste Tool überhaupt beim Abmischen. Und da solltest du die 6 Problemfrequenzen kennen. Ich habe ein PDF zusammengestellt, da zeige ich dir genau diese 6 Problemfrequenzen, die immer wieder Ärger im Mix machen. Die kannst du dir runterladen, die habe ich dir im ersten Kommentar angepinnt. Jetzt kannst du loslegen, klick unten die Links an, lade den Multitracks runter und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig auf einen Daumen nach oben oder auf einen netten Kommentar. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!